Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei The Golf Club. Und wir wollen weitermachen, wir suchen uns mal die nächste kleine Meisterschaft raus. Ja, ich weiß nicht, am besten eine Tour mit verschiedenen Karten wieder. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir, ja, vielleicht mal unter Paar spielen können, dauerhaft. Das wäre natürlich nicht so schlecht. So, wir gucken als erstes auch mal, welche Touren gibt es, wie sind die bewertet worden. Jetzt muss ich gerade mal schauen, dass wir hier den richtigen Reiter haben. So, da wurde was angezeigt. 127. Und dann sortieren wir nochmal nach den besten Bewertungen. So, warten, bis es da angezeigt wird. Wird dann da was angezeigt? Most played. All time. Ansonsten, wir nehmen einfach mal hier eine, ich weiß nicht, 9-Hole-Challenge-Tour. Ich würde schon ganz gerne 2x18-Loch oder 3x18-Loch spielen. Kostra. Sonst nehmen wir mal Kostra. Hat jetzt hier noch keine wirklichen Wertungen, aber wir sehen auf den Bildern, dass es ja zweimal Wüste und einmal ein bisschen grüner ist. Also das passt soweit, das ist soweit in Ordnung, das kann man nehmen. Und ja, dann würde ich mal sagen, kann's mal losgehen mit dem ersten neuen Loch im Sonoran Golf und Country Club. So, der lebt gerade, das sehen wir unten rechts an dem Punkt. Das dauert nämlich immer so ein kleines bisschen, wenn man dann auf Tee-Off gegangen ist. Aber dann geht's so langsam los. Welcome to the first round of this tour. It's gotta be fantastic. Can't wait to see what you can do. So, was ich nochmal gucken möchte, ob wir hier irgendwie die Lautstärke von dem Kommentator entweder den ganz rausmachen, weil manchmal redet der doch auch nochmal ein bisschen dazwischen. Music, Commentary. Tut mir wirklich leid, Herr Kommentar, aber wir lassen es mal weg. So, und dann fangen wir mal an. 369 Yards, Par 4, das ist also relativ kurz. Wir haben hier jetzt ja, ein paar Bunker, aber so weit sollten wir eigentlich nicht kommen, dass der eine Bunker im Fairway uns gefährlich werden kann. So, auf geht's. Ja, solider Abschlag, der kommt eigentlich genau richtig. Die Maus mache ich mal weg. Ja, da soll er hin. Jetzt haben wir auch einen sehr guten Winkel. Oh, halt an. Okay. Gut, dass da noch ein kleiner Hügel ist. Sonst hätte er vielleicht sogar noch in den Bunker laufen können. So, weiter geht's. 69 Yards. Es geht ein bisschen bergauf. Leichter Rückenwind. Das gleicht sich eigentlich mehr oder weniger aus. 75 Yards ist vielleicht ein wenig zu viel. Aber das wird, glaube ich, schwer werden, da drunter zu bleiben. Wenn wir hier vielleicht mit dem Pitch, da sind wir auch bei 75 Yards. Nehmen wir mal das Sandwich mit als Pitch. 55, das ist wieder zu wenig. Ach, dann lasst uns einfach das nehmen. Wenn wir den pitchen, dann kommt er auch, ja, dann fliegt er relativ hoch und kommt sanft auf. Sollte nicht mehr so weit rollen. Ah, der geht jetzt ein bisschen nach links. Wind geht nach rechts. Oh, war schon ganz schön weit. Schade, da haben wir eine gute Birdie-Chance. Hier verspielt, 14 Yards, dann nehmen wir mal das Pitching Wedge für. Wir sehen, dass es, glaube ich, so ein bisschen nach rechts rüber geht. Ja, da müssen wir ganz, aber es ist fast eben, kleines bisschen links ansetzen. Und dann schauen wir mal. So, komm. Stopp. Boah, wie weit der rollt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass der maximal so 15, 16 Yards macht. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder einen bösen Putt. So, komm, geh rein. Ach, das gibt's ja gar nicht. Und dann ist hier das Paar versaut. Ach, Mensch, schade. Schade. Na gut. So, kein Scoreboard. Was ist da los? Macht aber auch nichts. So, nächstes Loch. 537 Yards, Par 5, da könnte man mit ein bisschen Glück dann vielleicht sogar Richtung Grün mit dem zweiten Schlag.
So, der erste kommt ganz vernünftig. Und ja, das war ganz okay. So, jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir den zweiten hier hinkriegen. Ah, 250 Yards, geht ein bisschen bergauf. Also der wird wahrscheinlich vorne gegen den Hügel springen. Dann müssten wir den mit ein bisschen Glück darauf kriegen. Oh, leichter Hook nach links. Da fehlt dann natürlich auch die Länge, weil wir den gar nicht gut erwischt haben. Schade. Na gut. So, dann müssen wir mal zusehen, dass wir den jetzt rauf bekommen. Die Lage, da sollten wir lieber ein bisschen mehr nehmen, 55, weil wir hier auch nur 90% haben. Dass wir vielleicht sogar zumindest einen Birdie-Putt haben, aber der sieht wieder recht weit aus. Oh Mann, ey. Die fliegen echt weiter, als ich dachte hier. Hm. Und jetzt hängt das Ganze wieder nach links. Also da können wir fast zufrieden sein, wenn wir hier jetzt das Paar spielen. Das ist nämlich eher Zwei-Putt-Distanz. So, jetzt habe ich gerade gar nicht geguckt. 15 Yards, 45 Feet. Das ist schon nicht so wenig. Oh, und der Break geht direkt nach rechts. Ja, von der Länge her war es auch nicht ganz optimal. Aber wenn wir hier den jetzt einlochen, ja, kann man schon zufrieden sein. Linke Lochkante am besten mal anvisieren. Und ab dafür. Jawohl, ja, zumindest der geht rein. Ist ärgerlich, dass wir hier bei der ersten Bahn, weil die war wirklich nicht die schwerste, dass wir da direkt einen Schlag verloren haben. Jetzt haben wir auch ein Leaderboard. Ja, da sind natürlich einige, die sind richtig gut unterwegs. Wie gesagt, ich habe gerade auch erst mehr oder weniger mit den ersten Folgen dann angefangen, das Spiel zu spielen. So viel Erfahrung habe ich da auch nicht. Aber ich denke mal, dass wir hier wirklich von Folge zu Folge besser werden können. So, nehmen wir mal einen Schläger weniger. Und dann müsste das eigentlich einigermaßen hinkommen. Startet ein bisschen rechts. Oh, das wird knapp. Springt er noch rauf? Oh, nee, schade. Hätten wir vielleicht doch noch einen weiternehmen sollen. Vielleicht ein bisschen Backspin, wenn man das kann. Aber ist auch nicht so einfach. So, wenn wir den jetzt chippen, weil es geht ein bisschen bergauf. Hier vorne geht es stark nach links. Da hinten eher ein bisschen nach rechts. So, die sehen wir mal ein bisschen rechts an. Und dann hoffen wir mal das Beste. Oh, der war gar nicht gut erwischt. Ja, der ist ein bisschen nach links gegangen. Sonst hätte es vielleicht eine bessere Chance geben können. Aber so können wir hier zumindest unbedrängt zum Paar einlochen. Also bleibt fast ein Tap-In. Das war schon in Ordnung. So, aber ein paar Birdie-Chancen wären jetzt schon nicht schlecht. Ne? Vor allem, das, wenn wir sie dann nutzen können. So, was haben wir hier? 558 Yards, ziemlich genau 500 Meter. Das wird dann ist gerade so die Grenze, wo es dann schwer wird. Wenn wir hier ein bisschen abkürzen, aber ich will auch nicht in dem Rough hängen bleiben. Ja, geht ein bisschen nach links weg. Der müsste normalerweise auf dem Fairway liegen bleiben. Da hinten sehen wir schon am Loch, da sind einige Bunker unterwegs. Also, der Abschlag war schon mal super. So, wie viel haben wir noch über? 272 Yards. Boah, das schaffen wir nicht. Und mit dem Driver mag ich hier überhaupt nicht abschlagen. Vom Fairway aus. Nehmen wir lieber den hier, hauen voll rauf und gucken, was passiert. Ah, leicht nach rechts. Mit ein bisschen Glück, wenn er ordentlich landet, dann kommt er noch rauf aufs Grün. Komm, roll, 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 roll. Jawohl, also das war doch ganz vernünftig. Das war ja nicht das Beste, was wir hier hätten rausholen können, aber das war schon okay. Jetzt haben wir hier einen Eagle Putt und sollten normalerweise auch dann einen leichten Birdie Putt haben. Der wird jetzt wohl noch nicht reingehen. Also hier vorne geht es ein bisschen rechts weg, dahinter links. Dann passt das schon, wenn wir hier eigentlich einfach gerade anhalten. So, wie viel haben wir hier? 45 Feet. Na, da kennen wir uns ja jetzt mit aus. So, komm. Ja, halt an. Ja, gute Länge. Bisschen Tick zu lang, aber es geht schon. So haben wir eigentlich einen recht leichten Birdie-Putt. Ich sehe hier auch kaum Break. Ja, ein bisschen links war sogar noch, aber das ist unser erstes Birdie. Super.
Schön, schön. So, dann haben wir zumindest erstmal wieder ausgeglichen und jetzt heißt es natürlich mal unter Par zu gehen. 345 Yards, das ist wieder relativ kurz. Die Fahne ist sogar 312 Yards entfernt. Da können wir abkürzen, aber das ist ganz schön riskant. Ah, scheiße, und jetzt habe ich ja gar nicht den Driver in der Hand gehabt. Da hätten wir sogar noch weiter gehen können. Aber letztendlich hätten wir es sowieso nicht bis zum Grün geschafft. Dann kann man auch mit zwei Schlägen das machen. Ob man jetzt am Ende noch 20 Yards pitchen muss oder 100, ist in den meisten Fällen sowieso relativ egal. Kommt halt drauf an, wie wir es jetzt machen. Und der sah ganz gut aus. Oh Gott, so weit? Im Ernst? Meine Fresse, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also, da wird es doch schon wieder knapp jetzt hier mit dem Paar. 7 Yards, Carry, da kann man... Oh. Es geht ein bisschen bergab, ne? Ah, aber das ist mir zu heikel. Der wird... Nehmen wir lieber ihn hier und dann nicht ganz voll durch. Roll, 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 roll. Ja, ja. Dann hätten wir den auch durchziehen können. Dann hätten wir zumindest die Chance gehabt, dass er reingeht. Und viel weiter wäre der dann auch nicht gerollt, als er jetzt vom Loch entfernt liegt. So, der war schön, der Putt. Also, Paar wieder gerettet. Ja, der zweite Schlag war nicht so besonders. Und auch beim ersten Schlag, da habe ich nicht gesehen, dass wir gar nicht den Driver haben. Hätten wir den genommen, dann wären wir noch deutlich besser rangekommen. Vielleicht sogar dann auf dem Fairway. So, was haben wir hier? 438 Yards, ein durchschnittlich langes Paar 4. Geht leicht rechts weg, leichter Slice, minimal. Hoffentlich bleibt er da im First Cut liegen und nicht im ganz tiefen. Ja, sieht gut aus. Okay, 85%. 800, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen weitergehen. Also 160 Yards über, das ist noch ganz schön viel. 182, ja, sollten wir hiermit ausprobieren, ne? Mit dem 5er Eisen geht ein bisschen weiter rechts, als ich mir erhofft hatte. Kommt aber auf den Grün aus, super Schlag. Wenn er jetzt liegen bleibt, aber immerhin noch vor dem Bunker liegen geblieben. Das sollten wir eigentlich retten, das Paar. So, diesmal nehmen wir auch das S. Mal gucken, jetzt bleibt er wahrscheinlich viel zu kurz. Bisschen rechts. Ja, nee, war perfekt. Optimal. Hätten wir jetzt die Richtung noch ein bisschen besser gemacht, dann hätte er auch reingehen können. So, ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass der Hintergrund weg ist. Ja, ich habe mir so einen kleinen Greenscreen hier für irgendwie 8 Euro mal an die Wand getackert. Und das wird, da bin ich noch am Einstellen. Also ich werde es immer mal wieder ausprobieren. Vielleicht wird die Qualität noch besser, weil ich habe gesehen, das flackert manchmal so ein kleines bisschen. Aber ich dachte mir, es ist cooler, als wenn da jetzt wirklich ein weißer Hintergrund, eine Tapete ist oder sowas. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Wenn es ganz schlecht ist, dann mache ich den wieder weg und dann wird es wieder quadratisch bzw. rechteckig. So, nächstes Loch sieht nach ein paar 3 aus, 167 Yards, ja, geht ein bisschen bergab, sollten wir nicht zu sehr zuhauen, 158 Yards, das müsste okay sein, das 7er. Ah, da geht ein bisschen rechts, auch der Wind, oh, von wegen, der kommt richtig gut, komm, geh rein, ah, schade, aber ein super Schlag. Ganz toll. So, dann werde ich mal gucken. Bisschen links anhalten. Da ist ein Break. Der ist wahrscheinlich heftiger, als man glaubt. So kommt. Na. Ja, dann hätte er jetzt doch noch ein bisschen heftiger sein können, der Break. Schade. So, jetzt haben wir hier sogar noch Probleme, das Paar zu holen. Glück gehabt. Also, immerhin ein Paar gerettet ist auf den Paar 3. Ist ein Paar, eigentlich kann man immer gut nehmen. So, 438 Yards. Wieder so ein durchschnittliches Paar 4. Können wir, ja, ein bisschen links. Ja, wobei, der Wind ist ja nach links. Ja,
leicht rechts. Sollte nicht in den Bunker rollen, also sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht bleibt er sogar oben liegen. Na? Na, will er noch? Will er noch? Ja, er will noch. Ich hoffe mal, er nimmt nicht so viel Fahrt auf, dass er dann noch Richtung Bunker rollt, richtig? So wie der andere da. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Bleib stehen. Ja, so liegt er richtig gut. 315 Yards, schöne Weite. Ansonsten wären es jetzt 20 Yards weniger, wenn er da nicht noch gerollt wäre. 20 Fuß geht's nach oben, 153, leichter Rückenwind. Ich glaube, da sind wir mit dem 9er Eisen. Ist, glaube ich, eine gute Wahl. Ja, sieht gut aus. Bisschen weit links, aber die Länge war okay. Da haben wir noch ein bisschen was zu kämpfen. So, vielleicht mal jetzt ein schöner Putt hier. Hatte ich doch mir irgendwie gedacht, dass es da knapp wird. Naja. Oh, der war auch ganz schön knapp. Da haben wir Glück gehabt. Den haben wir da noch reingezittert. Mann, Mann, Mann. Ja, aber sonst alles in Ordnung hier. Schön. So. Dann geht's mal weiter. 458 Yards. Ja, 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 das geht schon. Da, der wird auch nicht so lang werden, der zweite Schlag. Da ist hier so ein kleines, ja, ein klein von wegen, ziemliches Stalklick nach rechts macht. Also, da werden wir hier wahrscheinlich mit einem Pitching Wedge hinkommen. Vielleicht sogar noch weniger. 107 Yards. Ah, da kann man sogar das Sandwich nehmen. Der müsste da normalerweise rüberkommen. Es geht leicht bergab, minimal, aber Rückenwind. Und der rollt ja auch noch ein bisschen. Und da ist schon noch ein bisschen Platz. Wobei, so ein Mittelding wäre natürlich cooler, ne? Wenn wir den hier nehmen. 80. 95. Vielleicht hier mit einem weiter. 100 Yards. Das hört sich, glaube ich, besser an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht nach rechts weg. Ja, schade. Der wäre sonst ganz gut gekommen, wenn der da nicht blöd erwischt wäre. Also der ging ordentlich nach rechts weg. Schade. So, was haben wir hier? Break kann man hier jetzt gar nicht sehen. Geht ganz leicht nach rechts. Setzen wir mal ein bisschen hier an. Nehmen wir mal das Lob Wedge. Nicht den vollen Durchschwung. So passt das, glaube ich, schon. Ja, müsste normalerweise jetzt kein Problem werden. Ist auch ziemlich gerade. Komm, lassen wir uns einfach reinmachen. Ich setze leicht links an. Jo, passt. Gut, dann haben wir es immerhin even par. Dann haben wir jetzt in der nächsten Folge dann alle Chancen, noch unter par zu gehen. Ich sage danke, Leute, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.